Hallöchen, ihr freshen Leute. Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tomb Raider 3. Ja, ich muss sagen, diese beiden Statuen hier hatten echt eine schöne Statur. Das ist grammatikalisch korrekt, weil sie beide gleich aussehen. Ja, also, dieser Gang hier erinnert mich derbst an den, wo links und rechts die Feuerschens gewesen sind. Aus dem letzten Part. Also wie wir in den letzten Raum reingekommen sind, so kommen wir auch wieder raus, wie es scheint. Da kann man durchkriechen, aber erstmal möchte ich gucken, was auf der anderen Seite ist. Weil ich möchte ja... Es ist scheißegal, wo wir durchkriechen. Scheißegal ist das. Jetzt müssen wir uns hier drin auch noch drehen. Ja. Tolles Spiel. Boah, diese Lichtgebung. Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. War hier nicht eigentlich ein Speicherkristall? Ich glaube, bei der PC-Version war hier ein Speicherkristall. Also, da haben die ja nur Leben aufgefüllt. Also war da ein Lebensauffüll-Dingens. Es setzt Musik ein. Das heißt, es könnte sein, dass es leckt. Das hatten wir ja schon mal. Wie war das? Mandy und Rory wären unter einer Gerölllawine begraben. Nein, nein, da fliegen sie ja herum, wie es scheint. Die chillen hier einfach, während ich hier voll die schwere Arbeit zu machen habe. Ich meine, wie können sie es nur wagen, eine Fleischwunde, die ihren Bauch durchzieht, zu benutzen, als Ausrede zu benutzen, oder? Hier, der hier hat auch irgendwas. Und der hier hat ziemlichen Durchfall, glaube ich. Angesichts seiner komischen Laufart vermute ich das einfach mal, dass der arme Kerl Durchfall hat. Es gibt etwas, was ich in der Sprintanzeige nicht mag, nämlich, dass sie ziemlich ähnlich wie die Lebensanzeige ausschaut. Weshalb Leute, die das Spiel nicht kennen, das vielleicht nicht direkt verstehen, dass das nicht das Gleiche ist. Der kann hier gar nicht hoch. Der kann hier gar nicht hin. Haha. Eine Statue, die dich zerfetzen wird. Nein, wird sie nicht, denn ich kann rennen. Im Gegensatz zu ihr, sie kann nur kacken und dabei komischerweise laufen und mit Säbeln um sich schlagen, während ich aber Fernkampf drauf habe und sie kann komischerweise Schüsse abblocken mit Metallschwertern oder was auch immer das Material für diese Schwerter war. Anscheinend etwas härteres Material, sonst würde es die Schüsse nicht so... Ne? Ja, das ist ein bisschen doof, dass diese Kämpfe hier immer so unglaublich lange mit den Statuen brauchen. Aber das ist halt doof, weil die blocken dauernd. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Und ich komme halt nicht immer so gut in deren Rücken. Und die nehmen ihre Schwerter auch immer ziemlich selten weg. Und dann ist das halt doof.
Und in die reinzuspringen hat scheinbar auch nicht viel Wirkung. Und die Kamera ist scheiße und... Geh doch kacken, wenn du kacken musst. Ich weiß auch nicht, was ist, wenn wir hier jetzt ins Wasser springen. Und ich will es jetzt auch gar nicht mal so riskieren, das rauszufinden. Oh, endlich ist das Scheißding tot. Mann, 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 war das denn so schwer? Jetzt raucht das natürlich wie irre. Weil bei dieser Verwandlung, Transformation, was auch immer, natürlich eine sehr hohe Temperatur vonnöten ist. Ich glaube, da unten war irgendwas mit Giftpfeilen. Was ich sehr unschön finde. Irgendwie hätte ich das hier noch im letzten Part machen sollen und dann speichern sollen. Weil dann hätte ich jetzt keinen Statuenkampf mehr, glaube ich, vor mir und hätte alles so perfekt gemeistert. Habe ich aber nicht. Verdammt, egal. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen mehr Zeit, uns die fliegenden Leichen ein bisschen genauer anzugucken. Die hier wirklich einfach grundlos in der Luft rumfliegen. Mit irgendwelchen Fleischwunden, die sie wahrscheinlich getötet haben. Ja, Leute, das wäre wahrscheinlich auch mit uns passiert. Wenn wir uns hier hätten killen lassen. Ich dachte eigentlich, das ist eine Frau und ein Mann. Weil der hat gesagt, Mandy und Rory. Und Mandy klingt für mich jetzt so spontan wie ein Frauenname. Und die sehen beide aus wie Männer. Vielleicht hat Mary... Nicht Mary. Mandy hieß sie genau. Vielleicht hat Mandy ja eine Geschlechtsumwandlung durchführen lassen. Das halte ich für gar nicht mal so abwegig. Kann auch sein, dass wir dieses Fenster da schon vom Anfang angesehen hatten und wir hier reingucken konnten. Dafür sehe ich von da oben aber nicht genug, um das genau beurteilen zu können. No. No. Wir haben nichts. Nichts haben wir. Gar nichts. Wir sind arm wie Kirchenmäuse. Oh, Schreck! Ich wusste, da waren noch Stacheln, aber ich wusste nicht mehr wo. So. Wir können, glaube ich, ganz an den Seiten ist keine Strömung. Was natürlich unglaublich logisch ist. Die Strömung ist lediglich... bei den Stacheln. Und hier war, glaube ich, was. Oder auch nicht. Und in der Mitte ist keine Strömung. Folglich ist die Mitte das anzustrebende Ziel. Aber genau in die Mitte muss man erstmal hinkommen. Wir saufen hier. Oder ist hier ein Schalter? Nein! Ach, verdammt, Leute. Das kann doch nicht angehen. Ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Oder habe ich jetzt ernsthaft irgendwie Schalter übersehen? Und ich war echt einfach zu dumm dazu. Also, ich wusste das mal, weil ich habe das ja auch schon mal gemacht und so, aber jetzt gerade irgendwie habe ich voll den Faden verloren. Keine Ahnung. Hier ist Uzi-Munition, die wir nicht brauchen. Hier müssen wir uns wieder richtig scheiße drehen. Ich habe auch keine Secrets gefunden, weshalb ich irgendwie andere Waffen hätte oder so. Ich habe ja nur meine Shotgun, mit der ich sogar relativ wenig Muni habe. Inzwischen sind es nur noch 20 Schuss. Und ich habe eigentlich sowas von null Bock, mich nochmal um diese Statue hier zu kümmern, um diese verkackte... dieses Scheiß-Ding hier. Wir können, glaube ich, deren Aktivierung auch gar nicht verhindern.
Ich glaube, die wird sogar nur aktiviert, wenn wir zu einem von denen hingehen. Aber wir müssen ja zu einer von denen hin. Oder? Nein, das sind nur Fackeln. Am besten, ich aktiviere die erst gar nicht. Aber ich wette, die wird sowieso aktiviert, spätestens wenn wir hier sind. Oder wird die echt nur aktiv, wenn ich da hingehe? Oder was, wann ist sie denn aktiv geworden? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Hat das schon gereicht, wenn wir hier runtergegangen sind? Okay, wenn wir da reingehen, kommen wir unten wieder raus. Das könnte ich gerade machen. Ich habe ja noch keinen Statuenkampf hinter mir. Wenn ich dabei drauf gehe, ist das gar nicht mal so schlimm. Muss ich wenigstens keinen Kampf wiederholen. Da haben wir einen Hebel und da haben wir einen Hebel. Okay. Zieh den Hebel. Geh hier runter. Ein bisschen leben lassen mussten wir, aber wir haben es geschafft. Komisch, die Decke geht nicht durch den Boden. Wollte ich nur mal angemerkt haben, für die, die den letzten Part gesehen haben. Ja, nach wie vor muss ich mich scheinbar nicht mit der Statue prügeln. Es sei denn, ich gehe da wirklich hoch. Und weil da aber auch nichts liegen tut, ich sehe zumindest nicht, dass da was liegt. Vielleicht irre ich mich auch. Nein, da liegt nichts. Es gibt eigentlich keinen Grund, wenn man das schon genauer observiert hat, dahin zu gehen. Wieso sage ich so oft observiert? Wenn das untersucht hat. Dann gibt es eigentlich keinen Grund, da jetzt noch großartig sich das anzugucken. Und die paar Fackeln da, von denen wir sowieso 45 Stück haben, was sowieso eigentlich viel zu viel ist, da gibt es eigentlich gar keinen Grund, die Statue jetzt in Gang zu setzen. So wie ich das sehen tue. Jetzt nehme ich aber mal ein kleines Medipack, weil da unten kann es ja schon mal vorkommen, dass man wieder von Stacheln getroffen wird. Und diesmal hoffe ich einfach mal, dass alles gut geht. Okay, wir müssen irgendwie die Strömung ausschalten. Da ist ein Hebel. Ich bin so ein Blindfisch. Facepalm hoch 3000, ja. Und auf der anderen Seite ist wahrscheinlich der zweite. Und ich habe einfach nur geguckt, ob da was liegt. Weil ich jetzt nicht daran gedacht habe, dass man die Strömung ja ausmachen können könnte, ja. Da habe ich einfach nicht daran gedacht, ja. Ich habe einfach gedacht, liebe Leute, dass man die nicht ausmachen kann, sondern dass. Ja, sie ist weg, schön. Dass das, was hier liegt, dass das eigentlich da hinten liegt, wo die Hebel sind. Dass sowas da liegt. Aber nein, das liegt einfach hier und die Strömung kann man ausschalten. Das war einfach nur Dummheit meinerseits. Das hätte ich wissen müssen. Was ich jetzt doof fände, wäre, wenn den letzten Schlüssel man den nur kriegt. Aber ich vermute, dass es so ist. Den kriegt man wahrscheinlich nur, wenn man die Statue kaputt macht. Oder sie aktiviert. Aber ich will sie nicht aktivieren, das dauert immer so lange. Aber hier ist auch nichts und da kommt man auch nicht hoch und hey. Naja, wir haben jetzt die ein oder andere Sache hier glimpflich überstanden. Da ist ein Kampf mit einer Statue, der eigentlich sowas von total unnötig ist. Da ist der Scheißhebel. Relativ früh draufballern, ballern bringt auch nicht besonders viel, hä? Huh? Ich baller jetzt einfach noch zwei, dreimal mit der Shotgun drauf. Ich habe keine Lust auf einen Kampf, den ich schon mal gemacht habe. Ich glaube, das könnt ihr auch nachvollziehen. Ich weiß, dass du kacken musst. Lass das nicht an mir aus. Haben dir deine Eltern nicht beigebracht, dass man zum Klo geht, wenn man kacken muss und nicht zum Nachbarkind? Ich sollte viel mehr von einem Erbauern reden, weil das ist ja eine Statue.
aus heiligem Material der Kackwürste, weil es kann ja scheinbar leben. Jawohl, also die Shotgun bringt es ja scheinbar doch. Das haben wir jetzt gelernt. So, sammel den Schlüssel ein. Renn mit deinem Kopf gegen den Typen da seine Füße. Denn das ist gut für die Gesundheit. Ich laufe auch immer gegen andere Leute Füße. Wenn sie jetzt Nein gesagt hätte und wir hätten den auswählen müssen, den Schlüssel, ne? Nee, können wir ja gar nicht. So, ich habe gar nicht geguckt, wie die Schlüssel heißen. Wahrscheinlich genau wie die, die wir zu Anfang brauchten. Schlüssel des Ganesha, ja. Das sagt mir was. Da war doch was gewesen, ne? Und wie durch ein wundersames Spektakel. Um nicht doppelt Wunder zu sagen. Ist die Tür offen und jetzt kommt eine Cutscene. An dieser Stelle möchte ich eigentlich ein bisschen die Logik dieses Spiels hinterfragen. Ja, gefundenes Secret ist 1 von 4, ist mir Wayne. Haben ordentlich Muni verbraucht, wie ich sehen tue. Einige Schüsse waren, glaube ich, sogar zur Beleuchtung gewesen. Und einige gingen ja auch daneben. Mensch, das kann ja mal passieren. Benutzte Medipacks 4,5. Gereiste Entfernung. Ja, ist mir eigentlich jetzt auch Wayne. Ich überschreibe das Spiel. Und ich bin mir sicher und möchte an dieser Stelle einmal anmerken, erst packt er seine Sachen, um dann ohne die Sachen wegzugehen. Scheinbar ist er aber gar nicht weggegangen, sondern hat sich ein Floß gebaut. Und ist dann irgendwie hier hingegangen mit dem Floß. Oder er hat sich es hier gebaut. Warum auch immer er hier hingegangen ist und wie auch immer er durch diesen komischen Umweg hier hingekommen ist, bestimmt ist er über die Berge hier geklettert. Warum wir das nicht gemacht haben, keinen Plan. Und ich weiß nicht mal, ob er derjenige ist, der das Infada-Artefakt hat. Ich könnte es mir aber vorstellen. Das wäre nämlich dann so wahrscheinlich so, dass da drin das Artefakt war, wo wir zuletzt drin waren. Und er dann hier damit rausgekommen ist. Das würde vielleicht erklären, woher er die Mega-Power hat, hier jetzt, das hier so zu aktivieren. Meine Frage ist nur, wieso sagt er, ich verschwinde von hier, schwing die Haxen oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und dann ist er wieder hier und versucht, sich das Artefakt zu holen, was wir haben wollen. Und meine einfache, aber berechtigte Frage lautet natürlich, warum? Warum? Warum sagt er da, dass er weg will? Das macht doch alles zusammen, hängt gar keinen Sinn und ist mir jetzt auch scheißegal. Ich beende das Spiel, wie man ein Tomb Raider Spiel beenden muss. Wie jetzt? Das nimmt das Spiel einfach so hin? Ach so! Da ist die Strömung. Ich lasse mich von Piranhas fressen.
Wie ich überlebe das? Hey, nein, fresst mich. Ich will sterben, Mensch. Dieses Spiel bringt einen immer wieder um, so lange bis man es möchte. Dann weigert es sich. Mann, 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 Mann. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider 3, dann kümmern wir uns um den Ganges. So heißt dieser Level, soweit ich weiß. Bis dann, ciao.